Hallo zusammen zu diesem ganz besonderen neuen Video aus der Rennsimulation iRacing im Mercedes von 2022, dem W13 in den ersten Rennen der A-Lizenz. Wir haben uns in dieser Rennsimulation ja über die vergangenen Monate hochgearbeitet, von der Formel 4 über die Formel 3, Formel Renault, bis wir endlich mal in den Formel 1 Wagen einsteigen dürfen und offiziell die Online-Rennen in iRacing mitfahren können. Und ich war ultra gespannt, diese Rennen zum ersten Mal fahren zu dürfen. Das Ganze gibt es zur Premiere heute nicht als Stream, sondern als Video, denn ich war nicht ganz so begeistert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Meine Bedenken und Kritik an dieser Serie hört ihr nun in diesem Video. Noch eine Info für die Zuschauer, die die iRacing-Streams nicht regelmäßig verfolgt haben. In den letzten Rennen ging es darum, möglichst clean zu fahren, möglichst wenig Crashs zu verursachen, um von der Safety-Lizenz und vom Safety-Rating einfach in dieser Formelklasse jetzt mitfahren zu dürfen. Es ist ja im Prinzip dasselbe wie in F1 von Codemasters, dass man irgendwann eine S-Lizenz bekommt und somit mit den schnellsten und vor allem sichersten Fahrern zusammenfährt. Wie ihr es vielleicht schon im Intro erkannt habt, fahren wir heute den Hockenheim Grand Prix in verschiedenen Rennen, jeweils 33 Runden, also eine recht lange Renndistanz. Und dazu bietet uns iRacing alle Stunde ein Rennen an, wo wir uns anmelden können und da joinen wir auch direkt rein. Und da komme ich auch schon direkt zu einem Punkt, der mich ein bisschen an iRacing enttäuscht hat, und zwar die Königsklasse ist wohl in iRacing einfach nicht so beliebt, nicht so vertreten und deshalb sind die Lobbys in dieser Klasse auf dieser Lizenzstufe leider nicht voll. Ähnliches Problem hat man ja in den F1 Games, wenn man ein höheres Safety Rating hat, dann gibt es einfach nicht mehr so viele Fahrer und vor allem ein Fahrerfeld, wo alle Fahrer ungefähr gleich schnell sind. Hier unten seht ihr jetzt, dass sich 16 schon registriert haben für die Lobby, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf unser allererstes Rennen und vor allem kurz aufs Qualifying und die ersten Startversuche, die wir jetzt hier schon sehen. Und in iRacing ist es tatsächlich echt richtig, richtig schwer, einen ordentlichen Start hinzukriegen. Vor allem mit den F1-Boliden brauchen wir da sehr viel Übung mit der Kupplung. Wir müssen den ersten Gang einlegen, dann leicht die Kupplung kommen lassen, die Kupplung am Schleifpunkt loslassen und halten. Das ist sehr komplex, ein sehr komplexer Vorgang, hier einen stehenden Start richtig gut hinzukriegen. Es ist ein ganz anderes Feeling wie in den F1-Games. Aber man muss sagen, wenn die Starts dann mal klappen mit der Kupplung und man keinen Wheelspin hat, dann macht das schon richtig Laune. Und das Rennen, das ihr jetzt gleich sehen werdet, das ist das Rennen mit den meisten Teilnehmern, was ich hier in Hockenheim erwischt habe. Hier haben sich 21 angemeldet, das heißt, das Feld wird nochmal aufgeteilt, je nach iRating, also wie schnell die Fahrer sind. Und im Endeffekt haben wir dann doch wieder nur 11 Teilnehmer, die jetzt diese 33 Runden fahren werden. Wir lassen uns jetzt aber erstmal überraschen, wie uns dieses Rennen hier gelingt. Das allererste in der A-Lizenz. Von Startplatz 7 relativ weit hinten geht es rein in dieses Rennen. Wir haben die Medium-Reifen drauf für den Start. Wir haben einen Pflichtboxenstopp, den wir machen müssen. Und wir werden wechseln auf die Soft-Reifen für den letzten Stint. Spannend wird jetzt natürlich, wie uns der Start jetzt hier gelingt und vor allem, wie schnell die Konkurrenz sein wird und wie sicher die Jungs hier fahren werden. Ob wir ähnlich Crash-Chaos haben werden wie in den unteren Klassen. Rein ins Rennen, haben den Motor erstmal auf Balance gestellt. Jim ist auch wieder am Start. The track temp is 24. The air temp is 18 Celsius. 7th position. Okay, Patrick, get ready. Der erste Gang ist drin und jetzt lassen wir die Kupplung ganz vorsichtig kommen. Wir rollen los ohne Wheelspin mit dem Medium-Reifen. Gut geht's los. Haben einen richtig guten Start erwischt. Da gab es einige, die sind gar nicht gut weggekommen. Gehen innen rein in die erste Kurve und direkt schon synchron Spinning. 4 Leute mit den Medium-Reifen drehen sich direkt in Turn 1 weg, wobei der Turn 1 in Hockenheim jetzt nicht besonders schwer zu fahren ist. Von dem Spin war ich jetzt tatsächlich auch sehr überrascht. Habe ich null mit gerechnet, dass es uns da das Heck komplett wegzieht. Also zusammengefasst ein super Start in dieses allererste Rennen. Und hier im Replay sieht man nochmal, dass der Kollege hier nebenan sich exakt gleich wegdreht, ohne dass hier irgendwie vorher eine Berührung stattgefunden hat. Exakt der gleiche Spin. Und bei den anderen, die sich jetzt hier links und rechts weghauen, exakt dasselbe. Und hier der Kollege im weißen Mercedes dreht sich sogar dann nochmal weg, der hier kurz raus beschleunigt und einmal ein bisschen zu viel auf dem Gas ist und direkt wieder einschlägt. Also einmal festzuhalten, die Starts sind ja in F1 22 schon sehr schwierig mit dem Grip Level, mit den Medium-Reifen. Aber iRacing toppt das nochmal komplett. Denn der Grip ist quasi nicht vorhanden mit diesem Auto. Und da ist es natürlich verständlich, dass einige da sagen, dass diese Rennserie vielleicht doch nicht so spannend ist, wenn man sich so schwer tut, dieses Auto irgendwie in einem Rennen zu beherrschen. Vor allem, wenn die Reifen noch kalt sind, wenn man relativ wenig Erfahrung mit F1 hat. Und vor allem, wenn man das Vorgängermodell des Mercedes W12 gewohnt ist von 2021. Der hatte ja Grip
Das war unnormal. Der ist auf der Strecke geklebt und das ist hier bei diesem Fahrzeug das komplette Gegenteil. Hier strugglest du in jeder Kurve beim Kurvenaus- und Eingang, vor allem auf der Bremse mit der Bremsbalance. Da überholt dich das Heck mal sehr, sehr einfach. Und wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt in Runde 18 und außer ein, zwei Fahrer, die sich nochmal weggehauen haben in Runde 1, haben wir jetzt den 5. Platz. Solide, und da tut sich aktuell auch gar nichts, denn die Ersten haben so viel Vorsprung, dass sie quasi unangreifbar sind. Hier Vince auf der 1, Klaus direkt schon überrundet auf der 10 und das in Runde 18. Das ist schon sehr ambitioniert. Und jetzt stehen die ersten Boxenstopps an und wir gehen auf die Softreifen und haben jetzt unseren allerersten Boxenstopp in iRacing. Und ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und natürlich müssen wir hier manuell reinfahren. Das heißt, hier wird es zum ersten Mal spannend. Treffen wir die Box? Nee, natürlich nicht. Natürlich fahren wir ein Stück zu weit. Müssen wir nochmal ein bisschen rückwärts fahren. Also das ist natürlich realitätsgetreu, dass wir da auch pünktlich anhalten müssen und wieder rausfahren. Im Vergleich zu den offiziellen F1-Games deutlich cooler und realistischer, dass wir selber reinfahren können. Das hat jetzt auch noch ein paar Plätze gekostet, das Ganze, dass wir nochmal etwas zurückfallen im Feld. Und seitdem gab es aber keine Action mehr. Es gab keine Überholmanöver mehr. Entweder waren wir hier zu langsam gegen die anderen Jungs oder eben haben die Zeit in der Box verplempert. Und deswegen ist das erste Rennen sehr unspektakulär verlaufen. Und es kann eigentlich nur besser werden. Und dann dachte ich mir, lass doch gleich mal ein zweites Rennen noch angehen. Also nochmal 33 Runden, ähnliches Fahrerfeld. Wir haben wieder nicht so viele Leute mit am Start. Dieses Mal auch wieder nur ein knapp voll gefülltes Fahrerfeld. Wieder nur eine Lobby, sprich die Skills gehen wieder sehr weit auseinander. Das heißt, wir werden wieder einige sehr schnelle dabei haben, aber auch wieder einige, die deutlich langsamer sein werden. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir wenigstens mal Turn 1 ordentlich treffen und nochmal einen soliden Start hinlegen. Ampeln sind an. Und rein geht's. Kupplung kommen lassen. Oh, das Auto rollt super los und es ist ein Wahnsinnsstart. Und da müssen wir direkt links die Lücke suchen, wo keine war. Da wird's viel zu eng in Turn 1. Dieses Mal spinnen wir uns da nicht weg, aber haben einen übertrieben krassen Start gehabt. Das war wahrscheinlich der heftigste Start in iRacing, den ich überhaupt mal hinbekommen habe. Wobei das Starten ja extrem schwer ist. Hier auf der linken Seite, die Mediumfahrer tun sich mal wieder schwer, hier überhaupt die Kurven zu treffen. Da gehen wir innen vorbei und sind auch direkt nach den ersten paar Kurven auf Platz 2. Und an der Stelle muss ich mich natürlich nochmal bei Alexei entschuldigen, denn das war ja übertrieben krass, wie wir ihn da rausgeboxt haben, weil ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass wir so gut wegkommen. Und da hätten wir deutlich auf die Bremse gehen müssen, um hier den Crash zu vermeiden, anstatt links vorbeizugehen. Und hier sieht man mal wieder, dass die Kandidaten hier mit den Starts ganz unterschiedlich klarkommen. Die einen, die kommen überhaupt nicht vom Fleck, die anderen haben dann wieder einen kompletten Blitzstart, was im Endeffekt zum kompletten Chaos hier führt. Mal wieder, es ist ähnlich wie in den anderen Lizenzklassen, wo wir eigentlich von der Safety-Wertung deutlich niedriger sind und das hier ja eigentlich nicht vorkommen sollte. Aber man hat es ja hier am eigenen Beispiel gesehen, muss man sich ja an der eigenen Nase packen, dass wir hier wieder Rambo-mäßig irgendwie durchfahren. Und ich weiß nicht, an was es liegt, ob das irgendwie so eine iRacing-Krankheit ist, dass es an den Starts oder generell in iRacing, was Überholmanöver, Zweikämpfe angeht, so extrem schwer ist, hier keine Crash zu bauen. Ich verstehe es manchmal nicht ganz, wobei wir hier natürlich komplett auf die Bremse müssen. Da ist links kein Platz, da ist rechts eigentlich kein Platz und da hätten wir total abbremsen müssen, dass wir da in keinen Kandidaten hier rein crashen. Und Alexa lässt uns auch nochmal über den Chat wissen: I know you had a better start, but please, it's Class A. Und ich weiß nicht, was die beste Lösung für solche Rennen wäre. Natürlich hat man in Liga-Rennen die Situation nicht, dass man komplett verschiedene Skill-Levels hat. Da weiß man ungefähr, wie sich die anderen Kandidaten verhalten werden am Start, wie schnell die Jungs sind. Das hat man natürlich bei F1 auch in den Online-Lobbys nicht. Das kann man da genauso wenig einschätzen. Von dem her weiß ich nicht, ob ich das System von iRacing so super finden soll. Im Endeffekt sind es in dieser Rennsimulation ja auch nur die Open-Lobbys in F1. Und Sinn macht das Ganze für mich eigentlich auch nur noch in einem Liga-Charakter. Sprich, ich melde mich nicht mehr für die Rennen an, die iRacing mir vorschlägt als Series-List, sondern schaue, dass ich da vielleicht irgendwie in eine kleine Liga reinkomme, die sich privat organisiert oder größere iRacing-Events, wenn dann mal iRacing-Events anstehen. Aber da muss ich sagen, ich bin sehr enttäuscht für das, was diese Lizenzklasse Formel 1 technisch bietet. Klar ist das hier keine Formel 1-Sim, in iRacing kann man so ziemlich alles fahren, aber irgendwie hast du halt monatelang dich darauf vorbereitet, richtig coole Rennen zu haben in
der A-Lizenz und im Endeffekt gibt es dann wieder viel zu schnelle Fahrer, wie jetzt hier in diesem Fall Alexei, den wir ja rausgerammt haben in der ersten Runde, der uns easy überholen kann mit den Medium-Reifen, sogar uns noch schreibt, dass er schneller ist oben und wir ihn doch bitte vorbeilassen sollen. Man kann auch sagen, dass es sehr streckenabhängig ist, ob man jetzt Gegner bekommt, die etwa gleich schnell sind. Zum Beispiel ist Spa eine sehr beliebte Strecke, die wird sehr häufig gefahren. Da hat man auch deutlich mehr Anmeldungen, sprich deutlich mehr Teilnehmer, die in etwa gleich schnell sind. Aber hier zum Beispiel Hockenheim, ein super Kurs, den ich super gern fahre, ist hier wohl nicht so beliebt. Man muss eben in iRacing alle Kurse kaufen und wenn du den Kurs nicht hast, dann kannst du eben an dem Rennen auch nicht teilnehmen. Und das ist halt ein weiterer großer Kritikpunkt, der mir einfach an iRacing nicht gefällt. Ihr könnt gerne mal eure Meinung zu diesem System in die Kommentare reinschreiben. Schreibt auch gerne mal ein paar Vorschläge für Serien hier unten rein in die Kommentare, die sich auf jeden Fall lohnen in iRacing. Vielleicht gibt es ja doch ein paar Formel 1 Strecken oder ein paar Events, die sich auf jeden Fall lohnen, wenn man daran teilnimmt. Und ihr seht schon, dass ich wieder so ein bisschen die Runden durchskippe. Wir sind schon wieder beim Boxenstopp, wo wir jetzt hier dieses Mal von den Softreifen auf die Medium wechseln. Dieses Mal haben wir auch früh genug gebremst, sprich der Boxenstopp lief sauber durch. Wir sind aktuell Platz 5, also trotz einigen Drehern, wie ihr sehen könnt, immer noch unter den Top 5 mit dabei. Sehr viele Fehler sind passiert. Einige Fahrer, die nochmal deutlich schneller sind in den Top 3. Und das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist das erste und einzige Überholmanöver in den zwei Rennen, sprich in 66 Runden, das wir hier wirklich durchgezogen haben, wenn es jetzt nicht gerade Runde 1 war. Im Windschatten einmal kurz auf Attack-Mode gestellt und dann geht's auch hier an dem Kollegen vorbei. Und das war tatsächlich das einzige Highlight, das ich euch hier zeigen kann aus den beiden Rennen. Und es ist eigentlich schon ein bisschen ein Armutszeugnis, dass hier nicht mehr ging von der Action. Und ja, daraufhin läuft eben dieses Video so ein bisschen hinaus. Ich weiß noch nicht, wie es in iRacing hier weitergeht mit dieser Serie. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem, was wir hier an den Start bekommen haben im Formel 1 Boliden. Vielleicht wird es ein paar andere Rennen noch mit anderen Serien geben, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir überqueren jetzt die Ziellinie im Endeffekt auf dem vierten Platz, nicht ganz aufs Podium geschafft. Und ja, das hat sich so ein bisschen mal wieder angefühlt wie so ein richtiges Anfängerrennen. Auch für mich als iRacing-Anfänger nicht so sehr solide durchgelaufen. Meine Kritik an dieser Serie habt ihr jetzt gehört, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin. Und das war's in diesem Sinne mit diesem Video. Schreibt gerne eure Meinung noch rein in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.